Die Premiere des Sport- und Familientages der Dessauer Stadtwerke auf dem Dessauer Marktplatz lockte im vergangenen Jahr mit umfangreichem Programm und hatte immer wieder mit starken Regenfällen zu kämpfen. Dass der Veranstaltung diesmal die sommerliche Hitze zum Verhängnis werden könnte, befürchtet Stadtwerkechef und damit sozusagen der Gastgeber des Aktionstages Hans Tobler aber nicht. Also ich denke, Wärme schadet nichts. Also wir wollen jetzt zwar nicht schwitzen ohne Ende, aber ich denke, es ist schöner, es ist warm, es ist angenehm als so wie im vergangenen Jahr, dass es ständig regnet. Und wir hoffen eigentlich auf ein schönes Wetter. Zu erleben gibt es am 24. Juli auf jeden Fall mehr als genug. Von 11 Uhr bis nach Mitternacht wird ein umfangreiches Programm geboten. Bereits um 13.30 Uhr steht Annemarie Eilfeld alias Enemy auf der Bühne. Am Abend sind unter anderem Oldie-Star Harpo und das Duo Cora mit ihrem Hits Movie-Star bzw. Amsterdam zu Gast. Für den sportlichen Teil wurden erneut zahlreiche Vereine der Doppelstadt als Unterstützer gewonnen, beispielsweise der PSV 90. Wir werden also neben den sportlichen Aktionen, was ein bisschen eingeschränkt ist, da ja auch Schulferien sind, werden wir Mitmachaktionen für Kinder anbieten. Unseren Kletterturm, der sehr beliebt ist, die Hüpfburg, unser Jenga-Spiel, was auch von Groß und Klein genutzt wird, Mikado, Waffelnbacken, alles solche Aktionen, Torwandschießen, Zielwerfen, wo sich Mutti, Vati, Kind, Oma, Opa alle beschäftigen können. Auch das traditionelle Beachvolleyballturnier von Karstadt findet im Rahmen des Sport- und Familientages statt. Anmeldungen sind noch bis kommenden Freitag unter anderem bei Karstadt Sport möglich. Sämtliche Angebote des Aktionstages sind wie immer kostenlos. Als Dankeschön der Stadtwerke an ihre treuen Kunden und als Geschenk an alle, die es vielleicht noch werden wollen.